Wie schützen wir jetzt unseren Thymio davor, dass er vom Tisch fährt? Wir können dazu die Sensoren verwenden. Wir haben nämlich nicht nur vorne Sensoren, sondern wir haben auch Bodensensoren. Hier unten, da seht ihr zwei Bodensensoren. Wenn der Bodensensor schwarz oder weiß erkennt, also schwarz bedeutet, das ist ein tiefer Wert, ja, das heißt also kleiner als 400, dann soll er, also schwarz oder keine Nähe erkennt, dann soll er die Motoren stoppen. Wie funktioniert das jetzt? Er hat beim Sensor, erhält er einen Wert zurück und dieser gibt ihm an, wie groß das der reflektierte Lichtwert ist. Also hier kommt Licht raus, das sehen wir nicht, aber der Sensor sieht es. Und dieses Licht wird reflektiert und er kann messen, wie stark das reflektierte Licht zurückkommt. Wenn jetzt kein reflektiertes Licht zurückkommt, dann heißt das, dass er entweder auf einer schwarzen Oberfläche ist, die nicht reflektiert, oder dass nichts da ist. Das heißt, dass der Bodensensor direkt über dem Abgrund ist. Er soll also, wenn er den linken Bodensensor, wenn der keine Nähe erkennt oder eben schwarz sieht, dann soll er die Motoren stoppen. Jetzt müssen wir natürlich zusätzlich auch noch irgendwo einen Start haben. Das heißt, irgendwo muss er auch vorwärts fahren können. Wenn ich jetzt also die Mitte drücke, dann fährt er los. Und in dem Moment, wo er keinen Boden mehr sieht, dann wird er stoppen. Das gilt jetzt nur für den linken. Zur Sicherheit machen wir das Ganze auch noch auf den rechten Bodensensor. Wenn ich jetzt also drücke, fährt er los und in dem Moment, wo ich ihn aufhebe, hört er auf. Nochmals. Man kann das auch so zeigen. In dem Moment, wo ich hier die Bodensensoren wieder abdecke, denkt er, er sei über dem Abgrund und stoppt.